Moin Leute, was geht? Mein Name ist ludogamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem GTA 5 Online-Video, ein neues. Und zwar wird sich jetzt einiges ändern. Und zwar werde ich jetzt das Ganze mal nummerieren, damit ich auch mal klarkomme. Ich komme nämlich gar nicht mehr klar, wo, was für ein Video ich überhaupt gemacht habe. Das heißt, ich werde ab sofort, hier, ab sofort, das ist jetzt hier das Video Number One sozusagen. Und dann werde ich zum Beispiel, wenn ich ein zweites YouTube-Video hochlade von GTA, nenne ich es, ist dann eine 2, eine 3, eine 4, eine 5 und irgendwann mal vielleicht sogar 1000. Na, mal gucken, wie weit wir kommen. Da habe ich das endlich mal nummeriert. Also das hier ist jetzt Teil 1 und ihr könnt euch freuen auf noch mehr GTA 5 Teile in First Person. Hammergeil. Und wir werden jetzt viele Abenteuer erleben und heute mal ein bisschen längeres Video, weil ich habe ja heute mal ein bisschen was vor mit euch. Meinen coolen Abonnenten von der junge Zocker. Moin, moin. Nochmal hier. Ich habe jetzt Geld, jetzt kann ich mir bei Pegasus ja was kaufen. So, das machen wir jetzt auch. Und wir schauen mal, was wir denn haben. Und ich habe ja was richtig Cooles, glaube ich. Oh, warte mal. Dodo kennen wir schon. Über ihn 800 kennen wir auch schon. Hey, kennen wir den schon? Also, wir testen heute mal den Cobain in First Person. Ist eine richtig coole Sache. Aber bevor wir das tun, töten wir noch ein paar Bullen. Das muss natürlich jetzt alles sitzen hier. Achtung. Oh, Scheiße. Oh, Mann, Digga. Die haben ja eine richtig, richtig harte Wumme. Die haben eine MG oder irgendwas. Richtig hart, Alter. Richtig hart. Also das ist auf jeden Fall nicht gut. Nicht zum Nachmachen empfohlen. Tränengas, Mann. Ja, was? Ich mache wieder nur Scheiße hier. Ich mache nur wieder Scheiße in GTA Online. Mamma mia. Ja, ihr wundert euch bestimmt, dass in letzter Zeit so viele Videos kommen und dass ich so viel hochlade. Ja, ich hab einfach gerade Lust, YouTube-Videos zu machen. Und ich meine, wenn man Lust hat auf YouTube, dann sollte man das auch machen. So, jetzt trinke ich mal einen Schluck. So, jetzt bin ich wieder da. So, jetzt müssen wir hier runter und nach hier rein. Da vorne ist jetzt auch das Flugzeug, da müssen wir jetzt mal hin. So, hier sind wir auf jeden Fall sicher vor den Leuten. Die Zäune sind verstärkt worden. Das muss ich euch mal hier zeigen. Und zwar hier in GTA 5 auf der Next Gen sind härtere Zäune. Da kannst du jetzt auch mit Tempo 80 auf dem Bus los. Passiert nichts. Mit dem Bus drauf losfahren, da passiert echt nichts mehr. Hey, der schreit hier noch, aber hat keine Chance. So, das hier ist auf jeden Fall der Bellum. Ein richtig cooles Flugzeug. Hab den in First Person, glaube ich, noch nicht gespielt. Aber das können wir alles mal nachholen. Das machen wir am besten jetzt, würde ich sagen. Und steigen wir mal ein. Gucken. In der Wellung war ich noch nicht. Aber was ich sehe. Was ich sehe, das sieht schon mal sehr gut aus. Mann, hammergeiles Gefährt, muss ich sagen. Ganz hammer. Da können wir uns auch ein bisschen näher ranfliegen. Bisschen über dem Boden. Über dem Wasser mal nicht. Oder schwimmen da Leute drin? Ist ja hammer. Das habe ich hier gar nicht gewusst.
Meint ihr, ich schaffe es durch die Achterbahn? Oh, boah, Kacke, Mann. Moin, moin. Oh Mann, ey, jetzt habe ich auch noch Selbstmord gemacht. Aber es sah ja schon mal gut aus, die Landung, muss ich sagen. Ja, hier sieht man's. Da hat sich doch wirklich einiges getan in GTA 5 auf Next Gen. Und das alles natürlich im Online-Modus, was natürlich nochmal eine Herausforderung ist für Rockstar, muss ich ehrlich sagen. Weil Online bedeutet eigentlich immer Abstriche. Aber was ich hier sehe, ist der Hammer. Also vorhin waren noch Leute im Wasser. Meint ihr, ich treffe ihn? Und den auch? Also was ich hier habe, ist eine richtig geile Waffe. Mir fällt der Name zwar nicht ein, aber die Waffe hat eine enorme Durchschlagskraft. Und ich glaube, das hört sich schon mal gut an, oder? Ich würde sagen, das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer 2Gamescom auf der PlayStation 4 und ciao.